Wir kommen jetzt auch schon eigentlich zum letzten externen Input dieses Tages, wenn ich richtig bin im Programm, genau. Und zwar, wir haben ja so ein bisschen ein Design Thinking Aufbau fast an dieser Konferenz, wo wir immer wieder so ein bisschen ins Thema rausgehen und dann wieder rein ins Detail und wieder ein bisschen raus. Und wir haben heute Gary Balmer bei uns, der den Referatereigen abschließt, auch wieder ein Vertreter eines Bundesamts. Wir haben heute viel Bundesvertretung, was, glaube ich, auch einfach die Rolle verdeutlicht oder die Bedeutung vom Service Public, der natürlich auch stark durch die öffentlichen Institutionen geprägt wird. Und wir dürfen jetzt wieder in eine thematische Perspektive einsteigen. Und zwar schauen wir uns die Rolle der öffentlichen Hand jetzt noch am Beispiel der Mobilität an. Das MODIG wurde ja auch verschiedentlich schon erwähnt. Und genau, wir konnten hier, wie gesagt, Gary Balmer, stellvertretender Direktor Bundesamt für Verkehr, verpflichten, uns hier einen Einblick zu geben. Ich glaube, ich sage gar nicht mehr so viel mehr dazu. Wir sind jetzt sehr gespannt auf diesen letzten Input und freuen uns. Gut, besten Dank, sehr geehrte Damen und Herren, nach einem prall gefüllten Tag mit Diskussionen und Inputs danke ich allen, die ausgeharrt haben bis jetzt und vielleicht auch ausharren werden bis nach meinem Input, speziell vor diesem langen Wochenende, das lockt. He? Voilà, jetzt komme ich noch, ein weiterer Vertreter der Bundesverwaltung, die nicht unbedingt immer sofort mit den Attributen dynamisch und innovativ verbunden wird, aber ich glaube, wir haben gesehen, dass da in den Bundesämtern doch, also beim Bund doch einiges läuft und dass man doch in verschiedenen Bereichen sagen kann, doch, die Ämter, die sind dynamisch und auch innovativ oder müssen es natürlich auch sein. Jetzt im Vergleich zum Vortrag, den wir jetzt gerade gehört haben, katapultiere ich uns wieder zurück in die digitale Steinzeit, so etwas gefühlt. Es geht jetzt hier nicht um KI, sondern es geht wirklich um Basics aus meiner Sicht, die wir brauchen, um eben im Kontext der Digitalisierung weiterkommen zu können. Aber eben auch die Basics sind nicht immer selbstverständlich und auch die Basics sind wichtig. Und ich versuche aufzuzeigen, welche Rolle wir jetzt als Bund, nicht nur Bundesamt für Verkehr, sondern an diesen Arbeiten sind ganz viele Bundesämter beteiligt, welche Rolle wir bei der öffentlichen Hand, beim Bund sehen, im Bereich der Daten und Mobilität. Es geht nicht darum, jetzt quasi eine Digitalisierung einer bestehenden Bundesaufgabe aufzuzeigen, sondern es geht darum, hier zu zeigen, dass eben Digitalisierung und technologische Weiterentwicklung auch dazu führen können, dass eben neue Aufgaben auftauchen. Ich hoffe, Sie haben noch genügend Energie, sicher dann auch für das aufschlussreiche Fazit von Matthias Stürmer dann am Schluss. Und ich starte mal mit den heutigen Herausforderungen, so im Mobilitätsbereich. Die Entwicklung in der Mobilität, die verbinden wir so historisch, klassisch immer sehr stark mit Begriffen wie Ausbau. Wir bauen Angebote aus, wir bauen Infrastrukturen aus. Wir bauen aus, wir setzen da etwas in die Landschaft. Und auch ich habe KI, aber in einer etwas Low-End-Anwendung, mal bemüht und gesagt, Verkehrsknoten, wie sieht das aus? Ist kein realistisches Bild, aber es zeigt sehr gut ein Grundproblem auf, das wir heute im Bereich der Mobilität und der Weiterentwicklung der Mobilität haben. Wir stoßen an Grenzen. Mit dem Ausbau stoßen wir zunehmend an Grenzen. Heute ist beim Ausbau von Mobilitätsinfrastrukturen nicht wie früher das Geld der eigentliche Engpass, sondern wir haben einfach auch ein Umsetzungsproblem. Also wir müssen heute Ausbau machen und wir müssen versuchen, Slots zu finden, indem wir unter Betrieb überhaupt noch Verkehrsinfrastrukturen ausbauen können, unterhalten können, das vergisst man dann meistens. Baustellen gibt es nicht nur beim Ausbau, sondern auch beim Unterhalt und das immer unter Betrieb. Und wir haben so viel Geld im System, jetzt gerade in der Eisenbahninfrastruktur, wie noch nie. Das heißt, wir haben auch einen Engpass
bei Planungsressourcen, bei Bauressourcen. Und nicht nur wir Schweizer investieren, sondern auch im Ausland wird kräftig investiert. Wir haben auch einen Engpass in anderen Bereichen, Stichwort Akzeptanz. Infrastrukturausbauten, das bedeutet auch Belastung für die Leute, das bedeutet Landverbrauch, Land wird knapp. Früher, wenn ein Unterhaltswerk einer Eisenbahnunternehmung in einer Gemeinde gebaut wurde, dann waren das Arbeitsplätze. Heute ist es eine Lärmbelastung, es ist Kulturlandverbrauch, also die Wahrnehmung, die hat da wirklich auch geändert und das Ganze macht es eben zunehmend schwieriger, auf quasi das klassische Modell des, oder das klassische Konzept des Ausbaus weiterzusetzen. Jetzt ist die Frage, ja, wo haben wir dann überhaupt noch Möglichkeiten? Wo können wir handeln? Gibt es Alternativen oder eben auch sinnvolle Ergänzungen zum Thema Ausbau? Und für uns ist es klar, ja, es gibt Ergänzungen dazu, nicht komplette Alternativen, aber Ergänzungen dazu. Und das Kernthema, das ist Effizienz. Wir müssen versuchen, effizienter zu werden, auch in der Mobilität oder vor allem in der Mobilität. Einfach zwei, drei Zahlen. Wenn heute der ÖV unterwegs ist, im Schnitt ist die Auslastung etwa bei 30%. Das heißt, wir fahren mit etwa 70% leeren Sitzen rum. Im MIV, also im Autoverkehr, ist das in etwa ähnlich. Belegung 1,4 bis 1,6, je nachdem. Wir fahren mit leeren Sitzen rum. Und die Frage ist, wie können wir auch bestehende Mobilitätsangebote eben besser auslasten, besser nutzen, um Mobilitätsbedürfnisse zu befriedigen? Und wie können wir auch Verkehrsinfrastrukturen besser managen? Wie können wir Verkehr insgesamt besser managen? Und da sind wir eben überzeugt, dass ein riesiges Potenzial in der Nutzung von Daten liegt, dass wir eben durch die Nutzung von Daten es erreichen, dass wir die heutige Mobilität effizienter und besser machen können und ebenso auch einen Beitrag an diese Herausforderungen leisten können. Daten sind also ein wichtiger Schlüssel und ich habe hier das Stichwort Infrastruktur hingeschrieben. Aus unserer Sicht sind Daten heute in der Mobilität schon so wichtig geworden, dass wir sie als eine Art Infrastruktur betrachten. Ohne Daten funktioniert die Mobilität nicht mehr, funktioniert die Organisation der Mobilität nicht mehr. Deshalb hat sie haben die Daten infrastrukturähnlichen Charakter angenommen. Und jetzt ist die Frage, was heißt das jetzt? Klassischerweise ist es ja die öffentliche Hand, die dafür sorgt, dass Mobilitätsinfrastrukturen zur Verfügung gestellt werden. Straßen, Schienen werden von der öffentlichen Hand finanziert. Und die Frage ist jetzt, wenn wir Daten als so kritisch betrachten, dass wir sie als Infrastruktur bezeichnen oder den Zugang zu Daten als Infrastruktur bezeichnen, hat hier die öffentliche Hand oder soll hier die öffentliche Hand auch eine Rolle übernehmen und, wenn ja, welche? Es geht bei dieser Frage auch um das Thema Souveränität. Das haben wir auch schon ein paar Mal gehört, Souveränität der Schweiz, dass wir eben selbstbestimmt handeln können. Und da sind wir auch überzeugt, wir müssen auch im Bereich der Mobilitätsdaten dafür sorgen, dass wir eben einen gewissen Einfluss darauf haben, welche Daten wie überhaupt zugänglich gemacht werden und dass überhaupt Daten zugänglich gemacht werden. Zur Frage, welche Rolle dann die öffentliche Hand übernehmen kann oder übernehmen sollte, da müssen wir uns fragen, ja, wo klemmt es denn heute, dass Daten nicht verfügbar sind, schlecht verfügbar sind, zwar da sind, aber nicht zugänglich sind, nicht ausgetauscht werden. Und da gibt es wie zwei Ebenen aus unserer Sicht. Die eine Ebene ist so die technische Ebene. Es gibt ganz viele proprietäre Formate, Schnittstellen. Jeder hat seine eigene Schnittstelle. Und wenn man zusammenarbeiten will, dann muss man mit jedem Partner schauen, und welche Daten und Schnittstellen hast du. Und alle müssen dann bei dieser Zusammenarbeit die Schnittstellen aufeinander anpassen. Also da gibt es quasi wie eine technische Hürde für den Datenaustausch auch im Bereich der Mobilität. Und das Zweite, das ist so die kulturelle Ebene.
Die Akteure sprechen nicht miteinander. Man hat so die Kultur des Datenteilens, hat man noch nicht so intus. Es kommt jetzt langsam, das spüren wir auch in den Diskussionen über die letzten Jahre. Aber man hat immer noch, man stößt immer noch so auf das Thema, ja, das sind doch aber meine Daten, ich behalte die für mich. Ebenso die, das Gold haben wir heute schon gehört von der SBB. Das ist immer noch das, was in den Köpfen drin ist. Und wir sind überzeugt, dass man diese Daten zugänglich machen muss, damit man die eben nutzen kann, vernetzen kann. Wir vernetzen ja auch auf der physischen Ebene die Mobilitätsangebote, Stichwort Mobilitätshubs oder Verkehrsdrehscheiben, und wir sind überzeugt, dass wir das eben auch auf der Datenebene machen müssen. Nun ist die Frage, wie wollen wir das tun oder was haben wir da vor? Und eine Antwort darauf ist eben diese Mobilitätsdateninfrastruktur. Das wurde zwei, dreimal schon erwähnt heute. Was ist diese Mobilitätsdateninfrastruktur? Das ist eigentlich nichts anderes als so eine Art Steckerleiste, die funktioniert über Standards, standardisierte Daten, standardisierte Schnittstellen, APIs, je nachdem, Services, um eben quasi die technischen Hürden für die Zusammenarbeit zu senken. Also wir möchten da Standards festlegen und sagen, wenn ihr diese Daten habt, dann gilt diese Schnittstelle, dieses API, das ist der Standard, mit dem wir austauschen. Es entwickelt sich dann in der Mitte, sehen Sie das, so eine Art eben Steckerleiste, wenn Sie mit diesen Schnittstellen und Standards arbeiten und sich an diese Mobilitätsdateninfrastruktur anschließen, dann sehen Sie eben erstens, wer alles noch auf diesem Marktplatz tätig ist, und zweitens können Sie, wenn die anderen eben auch diese Standards und Schnittstellen verwenden, auf technischer Ebene einfach mit denen zusammenarbeiten, ohne dass Sie diese ganzen Schnittstellendiskussionen haben. Das ist die Idee dieser Mobilitätsdateninfrastruktur. Es ist eine Schnittstelleninfrastruktur, kein Rechenzentrum, es ist kein Datenmoloch, sondern die Daten, die bleiben bei den Dateneignern, die sollen auch da bleiben. An denen sind wir in dem Sinn nicht interessiert, sondern wir wollen auf der technischen Ebene die Zusammenarbeit zwischen den Akteuren vereinfachen. Das zweite ganz wichtige Element ist, ich habe jetzt die technische Ebene erwähnt, das zweite Element ist so die Moderations- und Kümmererfunktion. Wir haben auch festgestellt in den Diskussionen, dass die Akteure nicht einfach spontan miteinander sprechen, sondern es braucht irgendwo einen Kümmerer, eine Moderation, die die Akteure zusammennimmt, mit ihnen Anwendungsfälle, da komme ich dann noch kurz darauf, Anwendungsfälle entwickelt, Standards entwickelt, die eben ihren Bedürfnissen entsprechen. Es geht nicht darum, dass wir in Bern hier in unserem Büro irgendwelche APIs entwickeln, sondern es geht darum, mit Akteuren zusammenzuschauen, welche sind die wichtigsten Daten, die euch etwas bringen würden, und wo würden euch jetzt Standards helfen, um diesen Austausch zu ermöglichen. Also diese kulturelle Ebene und die technische Ebene. Wichtig aus unserer Sicht ist, auch das haben die Gespräche der letzten Jahre gezeigt, es muss vertrauenswürdig sein. Also die Organisation, die diese Mobilitätsdateninfrastruktur betreibt, die muss neutral sein, die muss vertrauenswürdig sein, sonst gibt man die Daten nicht in dieses System rein. Es muss jemand sein, der weder bei der Erbringung von Verkehrsdienstleistungen noch hinten bei den Businessmodellen wirklich ein Geschäftsinteresse hat, sondern es muss quasi der neutrale Broker sein. Was wir nicht machen wollen, das ist mir ganz, ganz wichtig, ist, wir machen keine Staats-App. Also es geht hier nicht darum, die x-te multimodale Mobilitäts-App zu machen vom Staat, sondern es geht darum, eine Grundlage zu schaffen, damit die Industrie, die Wirtschaft, die Forschung etc. darauf aufbauend, auf diesen Standards und auf diesen Daten aufbauend, Anwendungen entwickeln können. Das ist die Idee. Wir wollen eine stabile Infrastruktur für den Datenaustausch machen, damit auf dieser Infrastruktur eben Anwendungen entstehen können, die nicht wir machen. Das soll die Industrie machen. Zwei, drei Grundsätze.
Wir machen dafür ein Gesetz, wir brauchen dafür ein Gesetz, wenn wir hier tätig werden wollen. Es sind so ein paar Punkte, die wir da reinschreiben möchten. Die Basis von allem ist Vertrauen. Ich habe das hier fett aufgelistet. Wenn man nicht Vertrauen hat in diese Organisation, in diese Infrastruktur, dann wird man da nicht mitmachen, weil, das ist das zweite Stichwort, es soll freiwillig sein, haben wir auch schon diskutiert heute, macht es Sinn, Freiwilligkeit einzuführen. Wir sagen ja, nur so kann das überhaupt entstehen. Wenn wir mit einem Gesetz kommen und sagen, alle Mobilitätsakteure müssen zwingend sämtliche Daten darüber teilen und wenn möglich noch open, ja, dann glaube ich, müssen wir kein Gesetz bringen, da haben wir politisch keine Chancen. Aber ganz wichtig, wenn freiwillig, dann Partizipation. Das heißt, die Akteure sollen sagen, welche Formate, welche Standards für welche Daten sie brauchen, damit der größte Nutzen für die Akteure entsteht, damit sie eben auch einen Anreiz haben, da mitzumachen. Möglichst viel Open Data, das ist uns auch wichtig, oder? Also alles, was möglich ist, soll open zur Verfügung stehen, aber freiwillig, es soll auch möglich sein, restricted Daten über diese Mobilitätsdateninfrastruktur zur Verfügung stellen. Also Sie als Dateneigner sagen, ja, ich mache mit, aber diese Daten stelle ich nur ganz bestimmten Akteuren zur Verfügung, wenn Sie zum Beispiel eine kommerzielle Vereinbarung haben. Also es soll nicht einfach nur ein Open-Data-Konstrukt sein. Open Source, ich glaube, das muss ich nicht mehr erklären, haben wir heute sehr viel schon darüber gesprochen. Das macht absolut Sinn, auch in diesem Kontext. Ein anderes Bild jetzt auf diese Mobilitätsdateninfrastruktur. Sie sind hier alles Fachleute im Datenthema. Sie kennen das Thema des Mobilitätsdatenraums, also diese Mobilitätsdateninfrastruktur wird dann in so einem Mobilitätsdatenraum eben die Funktion eines Datenvermittlers übernehmen. Ja, Nutzen, das Ganze kostet natürlich etwas, das ist uns auch klar. Wir gehen davon aus, dass wir irgendwo im tiefen zweistelligen Millionenbereich pro Jahr da operieren werden, aber wir sind auch überzeugt, dass es eben einen Nutzen gibt. Effizienz habe ich am Anfang erwähnt im ganzen Mobilitätsbereich. Aber eben ganz wichtig ist, wir wollen damit so eine stabile Grundlage für den Datenaustausch machen, auf dem Wirtschaft, öffentliche Hand, Wissenschaft etc. Anwendungen und Innovationen entwickeln können. Wir wollen damit Innovation ermöglichen. Wir haben heute, die da waren, schon am Morgen von der SBB das Beispiel gehört mit den Kacheln. Das war nur möglich, weil eben die Daten stabil da waren, open zur Verfügung standen. Genau das, genau solche Innovationen wollen wir hier ermöglichen, einfach weit über den öffentlichen Verkehr hinaus. Jetzt, was ist erforderlich? Natürlich technische Standards etc., aber es ist erforderlich, dass die Akteure mitmachen. Das ist wieder dieses kulturelle Element. Es braucht so einen Change, also einen anderen Mindset auch bei den Akteuren, eben mal zu teilen, auszuprobieren, etwas zu nutzen, etwas auch wieder zu verwerfen. Und das betrifft auch uns als Verwaltung. Und das sind jetzt alles Stichworte, vor allem verwerfen und ausprobieren, die nicht unbedingt mit der Verwaltung in Verbindung gebracht werden. Da ist auch die Erwartung der Politik zum Teil. Wenn die Verwaltung etwas macht, dann muss das immer hundertprozentig funktionieren. Und da ist es eben auch wichtig, dass wir als Verwaltung bereit sind, solche Dinge auszuprobieren und wenn nötig dann auch wieder zu verwerfen. Aber es muss auch die Politik mitmachen, um eben auch der Verwaltung diesen Spielraum zu geben. So, wo stehen wir? Das Ganze ist mal eine Idee, aber es ist etwas mehr als eine Idee schon. Wir haben jetzt schon begonnen, erste Elemente dieser Mobilitätsdateninfrastruktur zu entwickeln. Ein Thema oder ein wichtiges Thema, das ist Verkehrsnetz Schweiz. Die einen oder anderen haben schon davon gehört, von Swisstopo. Ich habe am Anfang gesagt, Basics.
Es gibt heute in der Schweiz kein zusammenhängendes Verkehrsnetz quasi auf Datenebene. Wenn Sie zu den Kantonen, Gemeinden, zum Bund gehen, wenn die ihre Verkehrsnetzdaten zusammenlegen, dann treffen sich die Straßen nicht zwingend. So. Und hier springt jetzt Swisstopo ein, die machen das Verkehrsnetz Schweiz, das ist quasi der Geoteppich für all diese, für die ganze Mobilitätsdateninfrastruktur. Die machen als Grundlage ein Basisnetz, das gibt es heute schon, ist live. Das sind nur Linien über die ganze Schweiz, die sagen, ich bin eine Straße, eine Linie, ich bin eine Straße, ich bin ein Wanderweg, ich bin eine Schiene. Aber das ist durchgängig, das ist routingfähig. Und jetzt können alle Akteure können auf dieses Basisnetz referenzieren und sagen, mein Parkplatz ist da, mein Stau ist da und über dieses Basisnetz wird alles verknüpfbar. Das ist eine ganz wichtige Grundlage für diese Mobilitätsdateninfrastruktur, die zum Teil schon steht. In der Mitte sehen Sie Open Data Platform, also opentransportdata.swiss, das existiert schon, da sind alle ÖV-Daten zum Beispiel drauf, aber es geht weit darüber hinaus. Wir haben da zum Beispiel auch Produkte des BFE integriert, www.ich-tanke-strom, wer das kennt, das sind die Elektrotanke oder die Elektroladestellen, die da verfügbar gemacht werden. Also das sind alles so Elemente, die wir jetzt da versuchen, etwas auch zusammenzuführen und weiterzuentwickeln. Wo fangen wir an? Das ist ein Riesenfeld. Es gibt unglaublich viele Mobilitätsdaten, aber die Frage ist, wo beginnen wir? Und da haben wir Partizipation, ich habe es erwähnt, auch versucht, mit ganz vielen Akteuren zu sprechen. Und das sind jetzt so erste Resultate zur Frage, wo kreieren wir am Anfang, mit welchen Anwendungsfällen kreieren wir am Anfang den größten Nutzen? Wir haben zum Beispiel mit Blaulichtorganisationen gesprochen, die haben gesagt, uns wäre gedient, wenn wir wüssten, wo morgen Baustellen sind. Das weiß Google nicht, wo die Baustellen morgen sind. Also haben wir gesagt, gut, das ist so ein Themenfeld. Baustellendaten. Wie können wir Baustellendaten austauschen zwischen Gemeinden, Kantonen, Bund? Referenziert auf Verkehrsnetz Schweiz. Die Logistik, die hat gesagt, Ladestationen. Die Lastwagen, die stellen jetzt um, die müssen wissen, wenn sie eine Tour machen, wo kann ich Mittagspause machen, damit ich den Lastwagen wieder füllen kann. Die investieren aber auch sehr viel in die eigene Ladeinfrastruktur auf ihren eigenen Standorten. Das heißt, die haben auch ein Interesse daran, wenn die nicht genutzt sind, die auch Konkurrenten zu einem bescheidenen Entgelt zur Verfügung zu stellen. Also Elektrotankstellen oder Elektroladestellen, das ist ein Thema. Straßenverkehr, da war das Thema Parkplätze. Wo gibt es Parkplätze? Sind die frei? Suchverkehr vermeiden, da haben auch die Städte ein Interesse daran. Und Schienengüterverkehr, das war auch so ein Thema, die Frage, wo haben wir freie Kapazitäten? Können wir Kunden noch freie Kapazitäten anbieten? Und jetzt ist es nicht so, dass wir einfach jetzt auf das fokussieren, sondern wenn wir Baustellen Daten austauschen können, dann profitiert auch die Logistik davon, dann profitiert auch der Straßenverkehr davon, der Schienengüterverkehr jetzt auf der Straße etwas weniger. Bei den Ladestationen natürlich auch der Straßenverkehr. Sie sehen das Prinzip. Wir versuchen hier ein Ökosystem zu bauen, also Schnittstellen, damit so Datenökosysteme eben entstehen können, die in ganz vielen Bereichen dann eben Nutzen erzeugen. So, wo stehen wir? Ich habe gesagt, wir brauchen ein Gesetz. Wir wollen das Ganze, ist hier etwas angedeutet, schrittartig aufbauen, also nicht gleich die eierlegende Wollmilchsau hinstellen, sondern schrittartig aufbauen, auch um die Akteure mitzunehmen und um ihnen anhand von ganz konkreten Beispielen, die dann aber vielleicht schon bald da sind, zu zeigen, dass es eben etwas bringt, wenn sie da mitmachen und wenn sie ihre Daten zur Verfügung stellen. So. Hier noch der Appell. Es hat hier drin ganz viele Vertreter der öffentlichen Hand. Und da stellen wir fest, das ist eine der großen Herausforderungen, auch die öffentliche Hand mit ihren Daten
hier dazu zu bewegen, mitzumachen. Sie haben ganz viele Daten, Informationen, die auch für Sie wertvoll sind, wenn die Akteure darüber Bescheid wissen. Baustellen, das ist so ein Thema. Die Baustellendaten haben, das zugänglich machen. Routing-Informationen, wo möchten Sie gerne, dass TomTom die Straßennutzer durchlotst? Können Sie hier über Schnittstellen dann eingeben, damit die Navi-Anbieter darauf zugreifen können und nicht zu jeder einzelnen Gemeinde gehen müssen, weil das tun sie nicht. Also wir brauchen die Hilfe, Ihre Hilfe im politischen Prozess. Wir hoffen, dass wir im Dezember im Bundesrat sind, nächstes Jahr im Parlament mit dieser Vorlage. Das heißt, wir brauchen hier politischen Support für diese Idee. Wir brauchen dann aber insbesondere auch in der Praxis die Unterstützung von Ihnen allen, damit dieses Ökosystem dann zum Fliegen kommt. Gut, besten Dank.